hörst du am liebsten vor einem Spiel und kannst du es vorsingen? Viel Tote Hosen höre ich gerne. Das ist so ein bisschen Rock. An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. Kennen wir das? Machst du mit? Nein. Komm! An Tagen wie diesen haben wir noch ewig Zeit. In dieser Nacht der Nächte, die uns verloren scheint, glaube ich, bin ich ganz sicher. Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Aber ich glaube, das war schon gut, oder? Ja. Für das erste Mal. Auf was hast du im Training keine Lust? Am wenigsten Lust habe ich eigentlich wirklich fast einmal auf das Auslaufen und auf das Dehnen. Ich weiss aber mittlerweile, ne, wie wichtig das ist und darum mache ich auch das. Aber wenn ich jetzt etwas wählen müsste, ich glaube, dann wäre es das Auslaufen und das Dehnen nach dem Training. Macht mir fast am wenigsten Spass. Das hast du gerne? Ja, man kann halt namens reden und so. Und das ist namens halt lustig. Das stimmt. Dort hat man Zeit, um ein bisschen Zeichen zu machen. Das stimmt, ja. Wer ist dein lustigster Teamkollege? Da muss ich nicht lange überlegen. Das ist der Lukas Felsmit. Wissen Sie, wer der Lukas ist? Ja. Ein unglaublicher Klon. Habt ihr auch lustige Teamkollegen? Ja, der Jörn. Wer? Der Jörn. Der Jörn? Schon? Macht er einen Haufen Seich? Oder einen Haufen Seich schnurren zumindest, oder was? Das ist gerade der Jörn. Aha! Jetzt? Du bist es? Ja. Was sagst du dazu? Ja, ich mache eigentlich Knippelsachen. Also ich finde, er macht eigentlich mehr Sachen. Schon? Ja. Schon? Wirklich? Ja, also von mir aus gesehen schon. Ja, und jetzt du, deine? Nein, deine Stellungnahme zu dem Ganzen? Ja. Oder ihr beide einfach zusammen ein bisschen? Okay, gut. Also machen wir so. Lass ich gelten. Wie kriegt man so grosse Oberschenkel wie du? Ich glaube, das ist stark genetisch bedingt. Also der Bruder und der Eti haben auch sehr grosse Oberschenkel. Klar, ein bisschen auch vom Training, aber ich glaube, das ist vor allem genetisch bedingt. Vor allem Show. Sieht einfach nur gut aus, hat aber nicht viel drin. Bist du gerne an Interviews und wie hat dir das gefallen? Ich habe das super, super lässig gefunden mit allen zwei. Muss ich sagen, abgesehen von dem Part, den wir mich gezwungen haben zum Singen. Ich tue zwar eigentlich auch gerne singen, aber vor allem allein in der Dusche oder wenn ich im Auto fahren bin und nicht vor der Kamera. Grundsätzlich so, aber tue ich nicht ungern Interviews geben. Ist jetzt sicher nicht so, dass ich es irgendwie mega suche oder auch brauche. Aber ich habe sicher nicht gegen Interviews und vor allem nicht mit euch zwei, weil das ist jetzt sehr, sehr unterhaltsam und lustig gewesen. Und danke jetzt schon. Sonst noch eine Frage? Ich nicht. Ist gut, bei dir auch? Ja. Super, cool. Danke vielmals.